Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich muss jetzt einfach mal ein Video machen, das gibt es doch gar nicht. Ich komme in diesen Raum rein. Das ist, wo ist das nochmal? Mal kurz auf die Karte gucken. Fluchtkapsel-Dock. Ein bisschen schneller machen. Ich komme hier in den Raum rein mit diesen Aufzügen. Und wundere mich so ein bisschen. Ah, hier ist ja Medipack. War super, das hatte ich ja noch gar nicht. Geh weiter hier. Ist da irgendwas? Ne. Geh weiter hier. Geh nach links. Hier, so hier, so hier. Geh hier so hin. Wir sind jetzt fertig. Da hinter mir. Da gehe ich so rein. Voller Panik. Mach der Ding zu. Und im selben Moment hat er wohl diese Recyclergranate verwendet. Dann recycelt er sich selbst. Seine Brocken liegen hier alle drin. Ich sammle die Sachen ein. Das war mir das Medipack wert. Da stand da eine Trophäe. Oh, ich habe den am besten kalt serviert oder sowas. Also ich habe noch. Eigentlich habe ich noch nie, wenn ich ehrlich bin, durch so dermaßen viel Unwissenheit eine Quest gelöst. Meine Güte. Ich wusste gar nicht, dass diese Quest überhaupt noch anstand. Wir sind jetzt fertig. Löst sich selber mit seiner Recycling-Granate auf und fertig. Das ist in diesem Spiel, da schmeißt man dann so eine Granate. Hier, das ist noch ein Teil von ihm. Da schmeißt man so eine Granate und die saugt quasi wie so ein schwarzes Loch oder so. Saugt ihr dann die Gegner ein und dann recycelt die Gegner. Es gibt dann so Rohstoffe. Damit kann man dann später bei Recyclingstationen kann man dann Sachen damit bauen. Aber wie bescheuert. Deswegen war ich gar nicht hier. Wegen dieser Quest. Da verfolgt mich dieser Pfosten. Wirft eine Recyclinggranate. Vielleicht habe ich ihn auch eingesperrt. Kann auch sein, dass der mit mir zusammen hier drin plötzlich war. Und ist gar nicht mehr rausgekommen, weil die ganzen Plörren sind ja von ihm hier verteilt gewesen dann plötzlich. Naja, ich will es auch nicht zu lang werden lassen hier. Lange Rede, kurzer Sinn. So blöd habe ich noch nie eine Quest gelesen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.